Alarm 5.03 Uhr. Aufgestanden 4.25 Uhr. Jetzt geht's auf zum Brocken. Meine Leute, kommen wir zum Horrortrip. Juli ist auch dabei. Die alte Lamelle. Und natürlich Nilsi. Und wir wollen jetzt von Bremervörde erstmal zum Brocken fahren, also Richtung Harz und dann die letzten Kilometer hochfahren. Also, jetzt nicht. Schau nochmal, ob du alles hast. Dann können wir endlich losdüsen. Hab alles. Hab alles. Kann losgehen. Wann sind wir da? War noch nicht berechnet. Ne, braucht ein bisschen. Um 8.11 Uhr. Um 8.11 Uhr. In 3 Stunden. Bisschen verklüngelt. Boah, es ist kalt, Mann. Es ist kalt. Der hat auch keinen Bock mehr auf uns. Was gibt's zu sagen? Moin. Zwischenstatement. Zwischenstatement. Wir haben 7 Uhr, sind jetzt 150 Kilometer gut gefahren, glaube ich schon, ne? Ja. Ja, und haben aber noch 100 etwa vor uns. Und dann heißt es hoffentlich bei Sonnenaufgang hinauf auf den Brocken. Wir haben uns nämlich sagen lassen, momentan sollen ein paar mehr Touristen unterwegs sein, die auf den Brocken hochwandern wollen. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir rechtzeitig los, um auch noch einen Parkplatz zu bekommen. Wahrscheinlich sieht das mit der Maske ja auch mega scheiß aus, aber Lachs. Auf Lachs. Und ja, dementsprechend für uns unmenschliche und unnatürliche Zeiten, aber naja, nützt ja nichts. Ne? Genau. Noch ein Käffchen reinzwängen hier. Er kommt hier einfach nicht mehr weg. So, Fail Nummer 1. Mach Fenster runter. Oh, Digga. Okay, gut klar. Geschafft. Mit viel Glück sind wir wieder auf dem Weg hier nach kurzminütiger, weiß ich auch nicht was, Festgestecken gekeitet. Digga, wir sind richtige Mauis, ey. Ah, Fernbedienung. Aber war schon ein geiles Erlebnis. Boah. Also wir sind jetzt hier kurz vor dem Brocken. Juli fährt hier Auto. Jansi sitzt hinten drin. Und wir wollten mal kurz schauen, wie weit man da noch ranfahren kann auf dem Parkplatz. Haben offenbar 3 Schilder überfahren, die man oder 3 Schilder übersehen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiterfahren darf. Darauf hat uns dann ein Forstarbeiter hingewiesen. Dann wollten wir umdrehen und das hat nicht so richtig funktioniert. Aber nach kurzer, dreiminütiger was war das für eine Aktion? Keine Ahnung. Nach einem dreiminütigen Wendemanöver hat es dann doch wieder geklappt und Juli konnte uns aus dieser misslichen Lage befreien. Währenddessen hat der Förster noch ein paar Fotos und Videos anscheinend von uns gemacht. Hat sich ins Fäustchen gelacht. Wir müssen uns auch beeilen, da kommen immer mehr Autos, ne? Ja, wir suchen jetzt einen Parkplatz. Da vorne, fahr nach vorne gleich wieder hin. Brems. Wir sind jetzt in Schierke angekommen, auf dem Parkplatz. Juli formt schon den ersten Schneeball. Was natürlich logisch ist, denn hier liegt Schnee. Und jetzt machen wir uns auf den Weg hinauf auf den Brocken. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer es genau sind. Ich schätze mal 7? Ja. 7 müsste hin. Roundabout 5 bis 7, Höhenmeter knapp 500. Wir haben noch keinen speziellen Weg rausgesucht. Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Also es gibt einen Standardweg, der geht einmal die Brockenstraße hoch. Aber wir hatten uns noch alternative Routen rausgesucht. Teufelsstieg gibt es, glaube ich, noch. Wir müssen aber mal schauen, ob die entweder erstens ausgewiesen sind und zweitens, wie sich die Witterungsbedingungen jetzt irgendwie im Verlauf noch ändern. Wir haben 9:30 und gehen den Brocken jetzt hinauf. Alright. Weggabelung. Das erkennt man an den Schildern. Rechts ist der zum Harzer Hexenstieg. Der etwas steilere, etwa knapp 4 Kilometer lange Weg zum Brocken. Und links entlang der Straße der
ja, nicht so steile, dafür längere Weg, knapp 8 Kilometer, den wir wahrscheinlich zurückgehen werden und jetzt uns für den Aufstieg, den etwas steileren Hexenstieg machen werden. Ja. Da werden wir erfolgreich den Brocken bestiegen hier beim, das Haus hier im Namen. Ein Brockenhaus? Oder wie heißt das? Keine Ahnung, bei irgendeinem Turm hier. Im Hexenhaus. Man sieht die Hexe noch im Hintergrund. Verschneit, das ist übelsinnig. Um das jetzt nochmal kurz hier zusammenzufassen. Wir sind jetzt hier bis zum Brocken hinaufgegangen, hochgestiegen. In den letzten, ich würde mal sagen, letzten 1 bis 1,5 Kilometern ist es deutlich nebliger geworden und stürmischer. Und die Sicht reicht vielleicht, wenn man sagen, schätzungsweise 50 bis 100 Meter. Meine Haare frieren hier schon ein. Macht aber Bock und wir müssen uns jetzt bald mal, sag ich mal, auf den Weg wieder runter machen, weil es schon deutlich frostig geworden ist. Frostig, stürmisch. Ja, wir sind jetzt hier das Hotel Brockenherberge Hexenklause. Sieht man auch kaum, ist gerade mal 150 Meter von uns entfernt. Aber wir machen uns jetzt hier abfahren. Juli ist schon dick eingepackt, man sieht ihn. Kannst du mal einmal zeigen für die. Ja, ich zeig nochmal kurz hier Uhr zwischen 5,59 Kilometer in 1 Stunde 52 Minuten. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben uns zeitweise auch ein bisschen Zeit gelassen. Haben wir kurz Zwischenstopps gemacht, Fotos. Ja, und ja, also wir haben jetzt nicht durchgezogen, aber wie war der Wanderstieg, der Teufelsstieg, war der anspruchsvoll oder was kannst du dazu sagen? Heißt der Teufelsstieg? Ja. Teufelsstieg soll ja ein bisschen steilerer Weg sein. Er war jetzt eigentlich okay, würde ich sagen. Er war nicht allzu steil, also man kann ihn schon mit einer vernünftigen Ausrüstung machen. Ein bisschen erfordert es Kondition und Ausdauer, ist aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, würde man nicht schaffen. Also das schafft man auch ohne jetzt dafür irgendwie trainieren zu müssen oder überaus trainiert zu sein. Ja, alles klar, dann machen wir jetzt auf den Rückweg. Wir machen jetzt auf den Rückweg, 7 Kilometer runter, nur die Brockenstraße. Das heißt, wir gehen einen anderen Weg. Alles klar. Ja, und sehen uns dann. Fast am Ende unserer Wanderung angekommen. Sind die Brockenstraße jetzt ein gutes Stück runtergegangen, in einer kleinen Abkürzung, und sind jetzt wieder an einer Weggabelung. 5 Kilometer geradeaus, das heißt geradeaus nicht, aber hier entlang die Brockenstraße mit weniger Gefälle oder eine kürzere Strecke mit 2,5 Kilometer mit wahrscheinlich mehr Gefälle, für die wir uns jetzt entscheiden. Wir sind alle schon mehr oder weniger geplättet. Ja, es geht noch, aber ein wenig merkt man es in den Beine. Das Absteigen, ja? Jetzt geht's weiter. Sind Richtung Harz gefahren, auf den Brocken gewandert, wieder runter gewandert und jetzt sind wir wieder im Auto und fahren Richtung Grimmerförde zurück. Juli fährt jetzt hier noch Auto zurück. Wir sitzen hier entspannt und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.
Haut rein.